Weil die meisten Menschen können sich Freiheit nicht vorstellen. Mhm. Sie denken, sie sind frei, weil sie Reisefreiheit haben oder irgendwie sowas. Aber frei von den Konzepten in ihrem Kopf, frei von der Idee zum Beispiel, wann sollte ich Sex haben mit meinem Partner, wann nicht, wie oft muss das passieren. Jetzt hatte ich gestern Sex, jetzt müssen wir spätestens in 5 Tagen wieder Sex haben oder keine Ahnung, was wir da so als Idee haben oder morgen schon wieder oder ach, und wenn mein Partner dann 3 Wochen keinen Sex mit mir hat, dann mag er mich nicht mehr und lauter solche Sachen. Es sind so viele Konstrukte, mit denen wir durch die Welt gehen. Ich kann im Leben keine erfüllende Partnerschaft führen, solange ich auch nur im geringsten irgendetwas, was ich selbst denke, nicht selbst zu haben, beim anderen suche und denke, das kann der mir geben. Vollkommen egal, was es ist, ob das Sex ist, ob das Geld ist, ob das emotional irgendwelche Sachen sind, ob das Nähe ist, Zuneigung, ganz egal was. Es wird nicht wirklich funktionieren. Ich kann den anderen nicht manipulieren, selbst wenn ich wollte. Und wir sind nicht hier, um andere Menschen in irgendwas rein zu manipulieren. Weder mit Geld, noch mit Sex, noch mit irgendwelchen anderen Druckmitteln, die wir haben. Sondern es soll frei sein zwischen uns. Und solange da noch irgendetwas zwischen uns steht, ist es nicht frei. Und da geht es eben nicht darum, ständig wechselnde Partner zu haben oder irgendwie sowas. Sondern da geht es um die Freiheit an der Sache selbst.